Willkommen zurück in Soma, Folge Nummer 8. Und wir sind kurz davor, uns in Omikron umzuschauen, beziehungsweise sind wir auf der Suche nach einem Diving Suit, also einem Tauchanzug, der die enormen Druckkräfte aushält, die in knapp 4 Kilometern Tiefe herrschen. Denn da müssen wir hin. Letzte Folge haben wir auch den Strom wiederhergestellt und die, die tragische Endgeschichte, möchte ich fast sagen, von der Theta-Besatzung, die entkommen ist, die vor Akers geflohen ist. Das war alles nicht so schön. Das hat mich auch ein bisschen runtergezogen, das muss man sagen. Hier sehen wir jetzt nochmal kurz die Übersicht. Ist aber erstmal jetzt nichts Spannendes weiter dabei. Höchstens auf der Rückseite habe ich noch nie geguckt. Ah ja, ja, Pathos 2. Nicht so spannend. Wir gehen also hinein. Zumindest der Plan. Ich darf an den etwas mysteriösen Code erinnern, der uns zugespielt wurde von irgendjemandem. Oh, offline. Na, das ist ja eine Überraschung. Malfunction. Dann müssen wir uns wohl hier einen anderen Weg suchen. Das war also Omikron. Nein, tatsächlich muss man hier. Deswegen liegt auch diese Karte da. Außenrum gehen, quasi durch die Hintertür. Die haben wir ja auch schon gesehen. Und das ist schon auch, finde ich, ganz schlau gemacht, wenn man hier jetzt über diese Tiefe läuft. Über diese Schwärze. Das ist ja das, was viele Menschen, was bei vielen Menschen so eine Urangst auslöst. Wenn man hier so tief reinguckt. Tief reinguckt. Auch hier alles schon relativ verfallen. Aber hält noch mehr oder weniger. Ah, funktioniert noch immer. Oh boy. Ich wollte gerade runterspringen, aber wir nehmen lieber mal die Leiter hinunter. Wenn es so flackert, das ist schon ein Zeichen, dass irgendeine Art Störsignal unterwegs ist, ne? Also möglicherweise Wow-Material. Und hier kann man hin, aber hier gibt es einfach nichts weiter. Ich glaube, man kann hier theoretisch runterspringen, runterfallen, um dann hier wieder hochzukommen. Haben wir das auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob man hier auch Tiere sieht. Also man hört sie auf jeden Fall, man hört so Walgesänge, hätte ich fast gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier ein paar Texturen nicht so richtig nachgeladen sind, aber okay. Also tatsächlich muss man hier nämlich hinunter. Und man kann springen, man kann aber auch klettern. Ist offensichtlich. So, und hier sind wir dann auch. Und hier klappt das auch, Gott sei Dank. Ich freue mich ein bisschen hier auf Omikron. Hier passieren nämlich Dinge. Erstmal aber nicht ganz so schöne Sachen, wie wir direkt hier sehen können. Wir erinnern uns an, ich weiß gerade nicht, wer es war, oben in der Station, wo wir gerade, in dieser Ministation, wo wir den Strom wiederhergestellt haben. Da war keine Blackbox mehr zu finden. Ähnliches. Gibt's nicht zu hören, weil die Blackbox im Kopf einfach nicht mehr da ist.
Irgendetwas hat diese Blackbox wohl überladen. Und hier. Global Lockdown. Aha, aha, aha. Also hier wurde, wie wir ja von außen auch schon gesehen haben, das ganze Gebäude, der ganze Komplex unter Quarantäne gestellt. Wir sehen hier, dass es enormen Wow-Ausbruch gab. Und hier ist also alles auch derzeit noch geschlossen. Hier kommen wir also eh nicht weiter. Und irgendetwas passiert hier. Vielleicht gerade eben so ein bisschen flackern sehen. Wir gehen also erstmal hier hoch. Schauen mal, Dispatch Robot Repair Bay, da kommen wir gerade her. Wir hören hier auch schon wieder Dinge rattern. Nach Theta ist das ja durchaus bekannt, dass hier auch Dinge rumlaufen können. Gucken wir mal ganz kurz gerade hier vorne hin. Ich habe immer ein bisschen, also vielleicht gemeckert, ja, und mich zumindest darüber beschwert, dass die Flasher und auch Akers nach dem Genuss von Structure Gel, also der durch die Wow kontrollierten, es ist eine Ausbreitungsmöglichkeit, dass er irgendwie seltsam aussieht, weil so sehen die Menschen aus, die von der Wow übernommen wurden. Und das deutet schon sehr deutlich darauf hin, dass hier die Wow einen relativ großen Einfluss hat. Das sah jetzt ohne die Distortion-Effekte, glaube ich, nicht so beeindruckend aus. Ich werde es aber trotzdem auslassen, weil die nerven mich wirklich. Also hier ist irgendetwas in diesem Ding, in diesem Glaskasten. Und er hat uns gerade gesagt, wir müssen stoppen. So, hier sollen wir im Dive Room was überschreiben. Ich muss gerade mal wieder Licht anmachen. Das Labor ist zu. Dive Room geht's nach rechts. Können wir uns gleich umgucken. Ich würde, wie gesagt, gerne erstmal den Strom wiederherstellen. Hier ist der Dive Room, da ist zu. Erstmal hier wieder Blutspuren und Dinge, das gucken wir uns gleich alles an. Hier ist offen, das sieht auch gut aus. Zumindest kommen wir hier auch gut weiter. Hier haben wir nämlich für Catherine Stromausfalltüge zu. Wir legen Catherine direkt mal ein. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so, we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left.
Ja. Das ist genau das Problem. Wir haben ja schon den Anzug an und der tote Körper in diesem Anzug, der hält, ich glaube, nur aufgrund des Anzugs. Den da rauszupulen wäre also nicht so eine richtig valide Option. Hier sind die Powersuits und wir sehen, es ist genau noch einer da, nämlich D. Oh, das ist interessant. Und hier haben wir tatsächlich einen. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Ja, haben wir übrigens Herber, haben wir auch schon das ein oder andere Mal gelesen, den Namen zumindest. Ich weiß nicht, ob wir was von ihr gehört haben. Ist einfach, also wurde eben der Kopf abgedreht. Ja, das ist ja nicht so schöne Geschichte. So, Daimatsu. Wird das überhaupt Haimatsu ausgesprochen? Oder Haimatsu? Haimatsu? Kann auch sein. Ich kenne mich nicht aus. Ich versuche es gar nicht erst. Also hier gibt es nochmal eine grundsätzliche Übersicht über diesen Anzug, was der so alles kann. Dass er nämlich bis 5000 Meter Tiefe funktioniert. Wie er mit Temperaturen umgeht und so weiter und so fort. Also, ja, den könnte man nutzen. Hier geht es darum, wie man diesen Anzug benutzt. Bei Default, also jeder kann den theoretisch benutzen. Das Problem, wie gesagt, was wir haben, ist nicht, dass der Powersuit nicht cool wäre. So einfach, dass wir den nicht so einfach benutzen können. Und dann geht es eben nochmal darum, was der, wer der The Controller ist, also der Computer, der quasi die ganzen einzelnen Werte überwacht. Also das ist erstmal cool, dass es den gibt. Hier haben wir ein Tracking. Können wir quasi gucken, wo die Powersuits sind. Und wir sehen, ja, einer hier. Wir haben einen in der Climber Station. Also in der Tiefe schon. Und dann sehen wir in Tau offensichtlich auch Anzüge. Oder mindestens einen Anzug. Die sind offensichtlich losgekommen. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Pots. Klar ist nur in D. Gerade was vorhanden. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. Wow. Yes, you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Ja, Kunststück. Also, das Ding ist eben, wie hat das mit der Scan-Transportation richtig optimal geklappt? Es war eben die Kombination aus einem organischen Körper, einem Restkörper und eben einem Roboter. Also wir haben ja auch in diesem Scan gesehen, ein guter Teil unseres Kopfes besteht eben aus einem, es müsste ein Universal Helper-Kopf sein. Und so läuft dieser Simon Jarrett Computer. Hätte ich fast gesagt. So, hier haben wir nochmal das Foto. Hier gibt es nochmal eine Ansage, wie das mit den Powersuits funktioniert, was man da machen soll, was nicht. Und hier haben wir nochmal ein Tablet. Hier sehen wir die ARC Team Checklist. Und da sehen wir also, wer mit gekommen ist, beziehungsweise was alles gemacht wurde. Jasper hat also die Powersuits getestet. Die Scans hat Catherine gemacht. Ja, alles, was man für unterwegs braucht. Iwaschkin hat's gemacht. Der Climber wurde kalibriert, hat Ellen gemacht. Crane Operator ready, also Kran. Omicron Sending Hype for Pickup
In 2 days. Eames confirms. Also das haben sie alles gemacht. Offensichtlich war also auch die Rückreise geplant. Dazu ist es nicht gekommen. Aus Gründen. Wir machen uns jetzt aber erstmal auf die Suche. Nach unseren 3 Gegenständen, die wir brauchen. Don't forget, we need a Cortex chip, super. Structure gel and a power pack to get the suit ready. Als hätten wir uns abgesprochen. Das war ein bisschen unheimlich, aber sehr, sehr gut. Kann man übrigens auch rausgucken und Fischis sehen? Sieht fast aus, als würde der uns beobachten. Eigentlich ganz interessant, dass einer von denen da so schwimmt. Und starrt. Ist überhaupt nicht merkwürdig. So, Structure Gel, das wird noch sehr interessant. Ich öffne hier gerade mal ein bisschen schon mal die Türen. Wir gucken uns aber erstmal hier nochmal in Ruhe um. Ob es hier noch ein, zwei interessante Sachen gibt. Kann halt theoretisch alles aufmachen und überall rumgucken. Es gibt aber in den wenigsten Fällen was zu finden, deswegen werde ich das auch hier jetzt eher weniger machen. Hier ist irgendeine Kammer. Hier links ist noch der Storage, da wollten wir gerade mal reingucken. Kann aber schon mal spoilern, da werden wir jetzt nicht alle 3 Dinge finden. Nämlich tatsächlich gar nichts. Was ein guter Anfang ist, ein guter Start ist. Und hier ist eh alles abgeschlossen, deswegen gehen wir gleich zurück. In jene Richtung. Hier dieses Blut macht mich ein wenig skeptisch, aber na gut. Hier ist immer noch dieser Raum. Jetzt sind die Terminals freigeschaltet. Diese Bereiche sind immer noch gesperrt. Die müssen wir aber natürlich öffnen. Mid-Section, Upper-Section und Lower-Section. Jetzt haben wir 3 Gegenstände. Ist jetzt nicht so unfassbar kompliziert rauszufinden, was möglicherweise gemacht werden muss. So, wir sind jetzt tatsächlich hier. Hat man es gerade gesehen? Ich glaube, man hat es gesehen. Ich gucke mal, ob ich das Spiel pausiert kriege, exakt in diesem Moment. Dass wir es einmal alle gesehen haben. Finde nämlich sehr schön, wie hier subtil Dinge passieren. Also so subtil ist es ja nicht. Es springt einem ja schon sehr ins Auge. Vielleicht dauert es auch zu lange. Da stand kurz Stop the Wow. Also irgendjemand oder irgendetwas kommuniziert hier mit uns. Da stand, glaube ich, sogar Destroy the Wow. Ist noch so eine. Ich weiß gar nicht, ob es 2 Sachen waren, aber da stehen Dinge. So, Override. Wir müssen hier diesen Lockdown überschreiben, damit wir hier in die entsprechenden Bereiche kommen. So, wir sehen hier. Boom. Das System ist überladen. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Wir müssen im Kern aber ganz simpel einfach nur. Habe ich gerade nicht gesehen. Einfach hier die Punkte nacheinander anklicken, beziehungsweise dürfen die nur in einer Reihe geschaltet werden. Ist jetzt also nicht so mega kompliziert. Da hat man ihn kurz gesehen. Erneut. Was man auch schnell verpassen kann, wenn man erstmal hier noch guckt. Jetzt sehen wir haben jetzt. Das habe ich jetzt nicht lesen können, weil es hier im Weißen Bereich war. Also hier verschiedene kleine Nachrichten kommen, ne? Was ich sehr schön finde. Ist am Anfang sehr mysteriös. Wir gehen erstmal hier in diesem Bereich. Ich möchte noch nicht sagen, wer oder was das ist. Das finden wir jetzt zusammen raus. Ich freue mich aber irgendwie sehr drauf. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das sehr cool. So, hier sind wir im Clean Room, aber das ist nicht, wie man denken sollte. Einfach nur eine Putzkammer. Es ist ein sehr sauberer Raum, wie man sieht. Hier in der Dusche, in der abgeschlossenen Dusche, scheint auch wieder jemanden der Kopf explodiert zu sein. Hier haben wir einen Klumpen, wow. Hier wurden offensichtlich Experimente gemacht und hier kommen wir mal wieder so ein bisschen zu wow. Wir haben bei Mark im Zimmer, obwohl da komme ich gleich zu, hier passiert also etwas. Ich kann nicht, denn man sieht es nur so halb.
Das ist dann also nach 3 Minuten, würde ich sagen. Nach 11 Minuten kommt das hin. Nee, warte mal. Was sind das? Werden ja wahrscheinlich. Sind das Stunden, Minuten, Sekunden? Vermutlich, ne? 3 Stunden, 16 Minuten. Kann sein, dass das also die Zeit ist, dass nach 11 Stunden und 21 Minuten. Also egal. Nach einer Zeit hier etwas passiert ist. Hier wurde etwas. Hier sieht man ja, das wächst etwas. Je länger die Zeit dauert, das wächst etwas. Und das ist das. Was wird das hier sein, auf dem. Ah, hier sehen wir auch die Spritze. Also offensichtlich wächst nach einer in gewissen Zeit etwas heran. Man hört hier auch Dinge. Also hier, irgendwas kommt da raus. Wir schauen uns aber erstmal hier in diesen PC um. Cameron, 23.03.2103. Get the virus. Ist so schön. Also das sind Sachen, die mir jetzt auch wieder auffallen. Die schon sehr viel verraten. Oder zumindest darauf hindeuten, auch wenn das wahrscheinlich am jetzigen Punkt, wenn man das zum ersten Mal spielt, nicht so richtig viel Sinn ergibt. Aber ich mag das sehr, dass es dann so rückwirkend noch eine andere Version hat. Also hier haben wir Structure Jail. Has been charged and actually keeps going for a while. Also wenn man Strom aufgibt auf das Structure Jail, dann läuft es für eine ganze Zeit auch ohne Power. Also ohne Anbindung ans Stromnetz. We suffer. Ja. Wurden also Versuche mit dem Structure Jail gemacht. 23. ist ja 2 Tage später. Hier geht es darum, dass dieses Structure Jail auch simple Geschichten effizienter machen kann. Dieses Structure Jail hat die WoW aber verändert. Warum, wieso, weshalb, das weiß man nicht so richtig. Sie haben es nicht verstanden. Wenn sie die Structure Jail auf etwas komplizierteres, also Mikrochip oder sowas, draufpacken, dann agiert dieses Gel eher wie ein Krebs und zerstört es am Ende. Sie können dieses Gel, das die WoW verändert hat, nutzen, wenn sie den schlechten Code rauskriegen. Also es muss unkalibriert werden. 7.5., ja, also auch wieder deutlich später. Jetzt haben sie dieses Gel auf eine tote Maus gepackt. Und das Gel hat dafür gesorgt, dass die Maus wieder lebendig wurde. Also reanimiert wurde. Und die reanimierte Maus war apathisch. Die lebende Maus wirkte sehr gestresst. Nach 15 Minuten hat die... Ein Eternal Nightmare. Nach 15 Minuten hat die reanimierte Maus dann die gesunde, die lebende Maus umgebracht. Und eine halbe Stunde danach hat die reanimierte Maus aufgehört, sich zu bewegen. Und der Leichnam ist ausgehärtet, beziehungsweise Structure Gel ist ausgehärtet. Also dieses Gel, das manipulierte, durch die WoW manipulierte Gel, kann totes Leben offensichtlich wieder erwecken oder wieder zurückbringen. Dann haben wir hier dann den 9.7. Sie haben nochmal eine Maus reanimiert. Sie haben es diesmal mit dem neutralen Gel gemacht. As produced by Erms. Erms haben wir auch schon mal gelesen im Namen. Jetzt hat... Das Gel die Maus auch wieder belebt, allerdings wirkt er das eher wie so ein Schlafwandler. Und es konnte kontrolliert werden. Also die Maus konnte kontrolliert werden durch dieses Gel. 12.12.2103. Das Structure Gel bleibt jetzt erstmal auf einem Grundlevel ungeändert. Da kommt ein bisschen Fachjargon. Das Problem ist nicht das Gel, sondern die WoW. Das Gel hat selbst nichts gemacht, sondern die WoW nutzt das Gel für Dinge,
die sich hätte, keiner hätte vorstellen können. Also es ist die WOW, die ganz aktiv etwas mit diesem Gear gemacht hat. Jetzt haben wir hier am 19.12. die Study Results. Jetzt hier, was wir ja eigentlich schon wissen, dass die WOW, beziehungsweise alles, was mutiert ist, also die Fische, die Haie und auch die Helpers, also die Roboter, durch das Structure Gear über die WOW manipuliert wurden, also verändert wurden. Und das ist so das große Grundding, warum es die WOW gemacht hat, das weiß man hier jetzt nicht. Aber, und das ist, können wir ja schon in Zusammenhang bringen, das ist alles nach dem Einschlag des Kometen passiert. Und wir wissen ja schon durch Catherine, dass die WOW nach dem Kometeneinschlag sich dran gemacht hat, alles Leben, was es noch gibt, alles menschliche Leben zu erhalten, weil das ist deren Hauptaufgabe als Versorgungs-KI dieser Station. Und nach dem Kometeneinschlag hat sich das menschliche Leben ja drastisch reduziert. Das heißt, die WOW hat das durchaus in einen Zusammenhang bringen können. Versucht seitdem irgendwie so viel menschliches Leben wie möglich zu erhalten, beziehungsweise den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Hier sehen wir nochmal so ein kleines Bild von der kleinen Maus. Und so fügt sich das schon nach und nach deutlichst oder deutlicher zusammen. Eine Grafik. Das ist einmal das veränderte und unveränderte Gel. So, hier haben wir minus 20 Grad. Hier ist das unkalibrierte Gel. Ja, natürlich kommen wir hier aber nicht so einfach ran. Dass wir brauchen ja Structure Gel und das ist unkalibriert. Das heißt, wir möchten das gerne. Jetzt sehen wir hier, der Chip ist durchgebrannt. Was ein Problem ist, weil so einfach finden wir jetzt hier keinen neuen. Jetzt kann man natürlich hier rumlaufen und versuchen, hier irgendwo einen neuen zu finden, aber das ist nicht so einfach. Also bleibt einzige Antwort gerade erstmal, sich hier ein bisschen umzugucken. Ja, haben wir auch wieder ein WOW-Terminal. So, hier haben wir einmal einen Chip, den irgendjemand hier reingelegt hat. Hier ist nichts drin. Und hier ist eine tote Maus. So, jetzt können wir einmal einfach mal, um es gemacht zu haben, wir können jetzt mal hier das Gel draufpacken und dann kriegt es einen Elektroschlag, hätte ich gesagt, und es wächst dann schon. Also wahrscheinlich waren das dann doch nicht Stunden, sondern eher Minuten. So, und jetzt sehen wir, jetzt funktioniert der Chip wieder. Ja? Das heißt, wenn wir den jetzt mal rausholen, sieht man hier, aha, er blinkt wieder. Vorher nicht geblinkt. Das ist also das, was uns das Spiel gerade versucht hat beizubringen. Das heißt, wir machen mal hier dasselbe Spiel mit unserem Chip. Ja. Und hauen jetzt auch hier das Gel drauf. Dann kommt der Elektroschlag und zack, wächst es. Und das ist ja auch das Zeug, was wir auf Catherines Cortex-Chip drauf haben. Also beziehungsweise auf dem Cortex-Chip, den wir genommen haben. So, und jetzt haben wir hier also ein Chip, der wieder funktionieren sollte, nach allem, was wir gelernt haben. Jetzt ist natürlich, möchten wir jetzt eigentlich auch mal rausfinden, was passiert mit dieser Maus. Auch wenn wir ja schon wissen, was passiert. Oder passieren sollte. Jetzt hier also das Gel draufgeben. Jetzt sehen wir, zack. Es dauert gar nicht lange. Es geht sehr, sehr, sehr schnell. Also sind das keine Stunden. Und das ist ja das, was wir auch schon mit Catherine gesagt hat, dass die Vorstellung von Leben bei der WOW andere sind als die, die wir als Menschen oder auch Catherine irgendwie hat. Das erklärt schon mal so ein paar Dinge. Das erklärt die Existenz des Flashers, der ja auch, ne, das Gel Intus hat. Und aber offensichtlich irgendwie komisch ist. So, wir haben hier jetzt unser Structure Gel. Ach, jetzt habe ich eine Sache nicht zeigen können. Da war auf diesem Gel, weiß nicht, hat man hier auch nochmal eine... hier hat man auch einen Code drauf. Man sieht diesen kleinen QR-Code? Der war größer auf der, die wir haben.
Den kann man tatsächlich scannen und im QR-Code, im Quellcode, wenn man sich das dann anzeigen lässt, da steht dann tatsächlich Structure Gel und irgendeine Nummer. Also das ist wieder ein kleines Detail. Wenn man den per Handy mal scannt, fand ich wieder sehr, sehr, sehr schön. Habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Warum denn nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, also Gelhammer. Einmal durchgescannt. Ja, ohne diese Distortion-Effekte wirkt es wirklich seltsam. Also, wir haben gerade jetzt auch nochmal deutlich den Zusammenhang gekriegt, dass diese Stimme und diese Figur, die da drin ist, offensichtlich zusammengehören. Also, er redet mit uns. Man hört hier auch ein Flüstern. Ja, so ein leises Flüstern hört man. Durchaus ein bisschen aufreibend sein kann. So, hier gibt es wieder mal ein bisschen was zu hören. Das ist hier quasi das Biologielabor. Hier hören wir, wie er Ross, den Namen Ross, Johann Ross, haben wir schon mal mitgekriegt. Der irgendwas im KI-Bereich gemacht hat. Und gerade, was auch nicht unwichtig war, war diese Alpha-Geschichte, seit Alpha, die den Namen, ich glaube, wir hören ihn hier auch zum ersten Mal, der taucht auf keiner der Karten auf. Deswegen auch natürlich die Frage, ist das echt? Und offensichtlich passieren da Dinge, von denen auch ein Großteil der Besatzung hier nichts weiß, von den Mitarbeitern nichts weiß. Hier haben wir ein paar schöne Fische, ein paar veränderte Fische, die offensichtlich untersucht wurden. Viel mehr gibt es hier aber nicht. Hier können wir noch ein bisschen was über die Fische lernen. Also wenn man jetzt aufmerksam sich hinsetzt und ein bisschen mitschreibt. Tintenfisch. Und auch hier die Wow. Hat hier irgendwas überwuchert und ist ein bisschen rausgekommen. Könnte man auch nochmal in den Spiegel gucken und feststellen, wohl, das wäre jetzt mal interessant, ob sich da jetzt irgendwas verändert hat. Nee, sieht immer noch genauso aus. Mag das in dem Moment, wenn man sich sieht und die Augen sich bewegen, dass man dann so leise die Bewegungsgeräusche hört. Und was auch cool ist, wenn man die Lampe an und aus hat. Also die ist wirklich direkt auf der Stirn. Ach ja, hier war das Tablet. Ross and the Wow. Hier haben wir es doch. Genau das, was ich gerade ein bisschen schon angeteased habe. Also es gibt die Geschichte, das wissen wir noch gar nicht. Also wir haben die Leichnam von Dr. Ross, der hier auftaucht, der offensichtlich hier bei Omnicron aufgetaucht ist. Und die Überladung der Systeme. Welche Überladung? Naja, wir haben ja die Geschichte schon gehabt, dass hier Menschen der Kopf explodiert ist. Der Leichnam von Dr. Ross wurde hier mal abgekapselt vom restlichen System. Und irgendwas scheint versucht haben, Ross zu erreichen, beziehungsweise gab es da dann irgendeine Reaktion. Das ist übrigens dann der 3.1.2104. Hier haben wir dann quasi
ja, die Fortführung von dem, was wir gerade schon im Labor dann gesehen haben, weil die WoW versucht oder hat versucht, den Leichnam von Ross zu reparieren, also zu reanimieren. Das hat hier für diverse Verwirrungen gesorgt. Da ist also Structure Gale in dieses Mini-Gefängnis gekommen. Und hat ja den Körper mit allem, was zur Verfügung steht, vereinnahmt. Hat also ganz, ganz aggressiv versucht, den Körper zu reanimieren. 15.01. und das ist der 3.01. also war schon nochmal ein bisschen Zeit dazwischen. Also es gibt hier einen direkten Zusammenhang mit dieser, mit Johann Ross und der WoW. Ja, wir haben gerade schon hergestellt. So, wir gucken uns weiter an. Wir haben eine Sache von dreien. Hier ist irgendwie Matsch drin. Viel Matsch drin. Hier finden wir, wenn ich mich richtig erinnere, genau, das Audiolog. Hey, Andrea? Ja? I was talking to Cameron about protein solubilization. Do you think we could break the aggregate and structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this? Sorry. Sorry. Also, hier die Leute haben offensichtlich Kopfschmerzen bekommen. Dadurch, dass die Blackboxen angesprochen wurden, aggressiv angesprochen wurden. Wir wissen, wo das hinführt. Zumindest haben wir Resultate gesehen. Also man scheint nicht allen der Kopf explodiert zu sein. Dieser Mensch lebt aber noch. So, wir gehen erstmal nach oben offensichtlich. Auch da wieder der Versuch rauszukriegen, wo Site Alpha ist, ob es Site Alpha überhaupt gibt. Und ob man da vielleicht und so weiter und so fort. Naja. So, hier sieht es weniger schön aus. Hier haben wir die Medical Research Geschichte. So, hier sind wir quasi jetzt direkt über dem Gefängnis. Gucken uns aber gerade nochmal hier ein bisschen um. Hier ist der Haupteingang. Und auch hier finden wir Leichen. Ohne Kopf. Das, ja. Ne? Hier können wir natürlich nicht raus, weil... So, jetzt wissen wir auch, warum wir nicht reingekommen sind. Also hier lässt sich nichts machen. Bleibt uns, hier umzugucken. Hier wieder Quarantäne. Listen to me. Gerade eingesetzt. So, wir sind von hier gekommen. Können gleich noch in die Messhall, da werden wir auf jeden Fall... Ach nee, hier war der Gang blockiert, genau, das sind die zwei Bereiche. Deswegen machen wir hier dasselbe Spielchen theoretisch, aber wir müssen das Spiel nicht noch einmal machen. Was ich ganz angenehm finde. So, Power Room. Hier gehen wir gleich rein. Wir gucken uns erst nochmal in der Kantine oder den Gemeinschaftsraum um. Hier gibt es nämlich ja, erneut jemanden, der nicht mehr so gut drauf ist, aber auch ein ganz interessantes Terminal mit Audiologs. Unabgegebene Berichte. Johann Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No
no traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. So, hier gibt es ein paar ganz interessante Sachen. Erstmal offensichtlich der Körper, also erstmal wird bestätigt, ne, Johann Ross hat am in Alpha Site Alpha, die es dann ja ganz offensichtlich gibt, gearbeitet und der ist in diesem Climber, die ist die Leiche hochgefahren worden. Der Climber ist eben dieser riesige Aufzug, der quasi runterführt. Das ARC-Team selber hat damit vermutlich nichts zu tun, das ist auf jeden Fall nicht wieder aufgetaucht. Der tote Körper wurde dann untersucht. Das ist die eine Geschichte. So, es gibt das, was sie am Ende sagt, die Länder ist, das fand ich irgendwie sehr seltsam, das habe ich erstmal nicht verstanden. Wenn man das googelt, kommt man in erster Linie zu einer Science-Fiction-Story von Paul Anderson, die ist von 1955. Die Länder Est heißt, soweit ich das rausgefunden habe, also der Satz im Buch ist Karthago, die Länder Est. Und das bedeutet so viel wie, Karthago muss zerstört werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie meint, also die Länder ist, wenn das wäre, dann nur, ne, muss zerstört werden, dass sie die Wow zerstören muss oder irgendwie sowas. Vielleicht, und das kann die andere sein, nimmt sie halt auch Bezug auf diese Geschichte. Ich habe die jetzt nicht komplett gelesen. Ich weiß halt nur ganz, ganz grob, worum es da geht. Finde ich einen witzigen kleinen Gag oder ein witziger, ja, ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist, aber es zeigt schon, dass hier möglicherweise Inspiration auch von anderen Quellen genommen wurde. Das zu Delenda Est. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to mourn anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Hier wieder Delenda Est, kann aber auch ein Codewort sein. Ne? Muss man halt auch an der Stelle mal sagen. Ja, der Tod von Ross hat die WoW offensichtlich getroffen und deswegen kommt es zu diesem leichten Overload oder zu diesem System-Overload. Und dadurch, dass jeder diese Blackbox drin hat, leidet da auch jeder drunter. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Ja, und dann sind hier die Köpfe explodiert. Jetzt wissen wir auch, warum Herber in dem Anzug war. Sie war nämlich gerade auf dem Weg runter und das ist dann hier eben die, ja, die Chefin, die wir halt auch in den Interviews dann gerade gehört haben. Warum die WoW mit Johann Ross so verbunden war, kann man sich vielleicht schon so ein bisschen denken. Ich meine, wir haben ihn halt als Forschungschef jetzt kennengelernt. Und wir wissen, dass er da in dieser Zelle aufbewahrt wurde und das bedeutet, dass das Ding, was uns damit uns spricht, dann offensichtlich er ist. Das lässt sich hier also dann zusammenfügen. Also in Zeit Alpha ist irgendwas passiert, wenn er tot aufgetaucht ist und offensichtlich will er ja die WoW zerstören. Also, ne, es fügt sich hier alles so langsam Stück für Stück zusammen. Wie wir weitermachen, finden wir aber erst in der nächsten Folge raus. Bis dahin, Delenda Est.